Dann schauen wir mal, was wir heute machen können. In der Stadt, in Sterntal, bei Animal Crossing Wild World. So, es kommt noch ein Brief an, okay. Lesen wir mal schnell. Als ich heute Mittag einkaufen ging, bin ich auf einem Frischfisch ausgerutscht. Total frisch! Gib mir war rot! Oh mein Gott! Immer diese Fische. So, ich suche schon wieder den Laden, der ist hier unten. Ach. Ja, in meiner früheren Stadt war es halt immer so, da war mein Haus, Richtung da war Laden und Richtung da war, ja, halt Rathaus, ne? Aber leider ist das nicht mehr heute. Wird aber auch nicht mehr so lange so weitergehen, ne? So, lass dir Zeit. Ja, wenn du interessante Sachen hast, das ist der Bühnenschrank, den haben wir im letzten Part irgendwie gekriegt, ich weiß nicht mehr genau wie. Und da wäre ein Fernseher. So einen könnte man noch... Ja, kann man sich eigentlich noch anschaffen. Aber für die letzten Tage... Ja, ich glaube nicht. Ich denke, jeder weiß, wie ein Fernseher funktioniert. Aber wir haben kleine Funfacts zu den Fernseher. In Animal Crossing. Nämlich gibt es da interessante Dinge zu bestimmten Zeiten zu sehen. Das wohl unspektakulärste und trotzdem genialste ist die Wettervorhersage. Denn wenn man, ich glaube, Wettervorhersagen laufen immer irgendwie so um 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends. Wenn man dann sein Fernsehgerät einschaltet, dann kann man da erkennen, wie das Wetter morgen wird. Wird es regnen, dann sind dort halt Regenwolken abgebildet. Wird die Sonne scheinen, dann natürlich logischerweise die Sonne und so weiter. Also, das ist super gemacht. Und dann gibt's noch eine sehr mysteriöse Gestalt. Nämlich gibt es eine UFO-Sichtung respektive ein Gespräch mit einem Außerirdischen. Dies geschieht... glaube ich, am Sonntag von 0 bis 3 Uhr in der Nacht. Wenn ihr dann, ja, den Fernseher anschaltet, dann spricht ein Alien zu euch. Was gibt's noch? Das sind eigentlich schon die bekanntesten und die, ja, die interessantesten. Alles andere ist halt so mau. Ja, ich glaube in New Leaf gibt es noch ein paar mehr, aber in Wild World sind es die beiden, also Alien-Sichtung und Wettervorhersage. Ja, schon cool, also ich mag eigentlich dieses Geheimnisvolle in Spielen, ungeklärte, ja, Rätsel und ja. Animal Crossing ist da kein seltener Fall, ne? Animal Crossing ist schon sehr krass, also da gibt's schon eine Menge Creepypastas und so. Aber es hat halt auch irgendwie so ein geiles Setting für so eine Horror-Story. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand mit einer Mario-Creepypasta kommt, der hatte zu viel Fantasie. Oder Sonic. Könnte ich auch kotzen, Sonic.exe. Lame. Lame. Nee, Animal Crossing hat da schon viel bessere. Zum Beispiel diese Backstory von Tom Nook halt. Dass der Kinder in sein Tal lockt. Was ja irgendwie auch passt, um sich an den Menschen zu rächen. Das ist so ähnlich wie eine Geschichte, die es gibt. Der Mensch vor dem Gericht der Tiere. Und, ja. Das sind interessante Creepypastas. Also, ich mag eigentlich dieses Creepypasta-Gedöns, nur muss es schon spektakulär realistisch sein. Also, wenn jetzt, mittlerweile werden ja Creepypastas am laufenden Band produziert, zu jeder Kleinigkeit kommt gleich mal eine Horrorstory, keine Ahnung. Nee. Also, ich glaube auch die Urväter der Creepypastas, werde nie geschlagen sein. Die einzige Creepypasta von Sonic zum Beispiel, die wirklich, wirklich gut ist und nachvollziehbar,
weil sie halt so verstörend ist, ist, ja, wie heißt sie denn auf Englisch normal? Ich glaube, Telstall Curse. Jedenfalls auf Deutsch heißt sie der Telstall Fluch. Ich glaube, there's no God anymore. Oder irgendwie so heißt die Story im Englischen. Jedenfalls geht es darum, dass im Spiel Sonic Air, ein uraltes Spiel, wenn wir vielleicht mal spielen, wenn ich es irgendwo finde, jedenfalls ein uraltes Spiel, das hat halt einen geheimen Kack, geheimen Kack, den man freischalten kann, hat halt einen geheimen Charakter, nämlich die Telstall. Und diese sieht halt ein bisschen creepy aus, so ähnlich wie halt, keine Ahnung, was weiß ich. Wer sah dann früher noch total creepy aus? Ja, jetzt fällt mir natürlich niemand ein. Es gab doch sicher welche, die... Ja, nee, Bowser war eigentlich immer ganz knuffig gezeichnet. Ich suche den Geldstein, ja, nur wenn ihr euch fragt, was ich hier genau mache. Nee, der war eigentlich immer ganz knuffig. Es gab andere. Ah, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche. Mist. Na, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, ne? Die haben halt einen Reboot gekriegt und sehen jetzt gar nicht mehr so schlimm aus. Mir fällt da aber wirklich niemand mehr ein. Ist auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, ja, solche Storys sind ganz lustig, aber der Rest... Nee, bitte nicht. Verschont mich mit dem Scheiß. Ja. Bei Animal Crossing gibt's halt auch nur seltene, ganz gute Storys. Auch da ist es mittlerweile wirklich zum Trend geworden, für jeden Bewohner irgendwie die ultimative Verstörungsgeschichte zu erfinden. Ach Gott, hört doch nur auf damit. Ich werde mich eh umbringen, wenn es eine Tetris Creepypasta gibt. Das werde ich gleich mal nachschauen nach diesem Projekt. Wenn es eine gibt, dann werde ich ein Video dazu machen. Keine Ahnung, mal schauen. Wollt ihr ein Video zur Tetris Creepypasta? Wenn ja, dann Daumen hoch. Ich würde sagen, bei 20 Daumen hoch kommt ein Video zur Tetris Creepypasta und wenn ich sie selbst erfinden muss. Ne, nicht wieder vergraben. Du nimmst das schön an dich. So, das schmeißt du weg. Letztens haben wir eine dicke Ausbeute gemacht. Und unsere Palmen werden was, ob die bis Sonntag noch wachsen? Mal schauen. So, jetzt geht's zum Museum. Ja, das Museum. Und heute habe ich mal wieder Elgato gestartet. Und auf einmal hat die wieder irgendwelche Custom Thumbnails reingeklatscht oder Custom Rahmen. Ja. Ich weiß auch nicht. Manchmal hat die Karte wirklich... Ja, okay, sie nimmt auf. Start jetzt schon so, warte mal. Nicht, dass die jetzt noch sich erlaubt, hier Fehler zu haben. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir werden heute Euphemia noch besuchen und einen Kaffee trinken. Dann haben wir einen netten Part hinter uns. Wie gesagt, ich versuche halt... Ja, man kann nicht mehr viel machen in Animal Crossing, wenn nichts los ist. Weil es ja halt auch kein neues Spiel ist. So viel bietet es halt einfach nicht. In New Leaf könnte man jetzt noch auf die Insel gehen. Und hier und da machen. Ja, vielleicht mit der Internetunterstützung wäre vielleicht auch mal ein Gastauftritt dabei. Muss ich mal schauen. Ich habe da so einige im Ofen liegen, mit denen ich ganz gerne vielleicht mal ein Dual Commentary Mario Kart mache oder so. Die haben mich halt mal gefragt und ja, ich habe dann... wie gesagt, wenn jemand mich fragt für ein Projekt, dann meistens sage ich zu, aber zuerst will ich halt auch ein bisschen was sehen. Nicht, dass ich da
zurückgebe. Ja, mit ihm etwas aufnehme, was nichts bringt. Das hatte ich auch schon. Der hat mir die ganze Zeit zugetönt. Ja, wir nehmen das und das auf und hier und da. Oh, es wird geil, geil, geil. Und dann kam er zu seinem ersten Video und hat mir dann geschrieben, ach, dieses Kommentieren ist nichts für mich. Tut mir leid, ich... Ja, passe. Was? Ah, ich muss Platz nehmen. Oh, der feine Herr will, dass ich Platz nehme. Ja, also von daher, ich entscheide da mittlerweile, ob oder nicht. Und ja, mit, eigentlich habe ich bisher nur interessante Leute gefunden. Und Jackpot 777 wäre der Best. Yay. Ja, also wenn da in nächster Zeit irgendwas kommt mit Featuring und so. Ja, mal schauen. Freut euch schon mal drauf. Ich weiß, manche mögen eigentlich dieses nicht, wenn eine fremde Person auf den Kanal kommt. Aber es gibt halt auch andere, die das eigentlich ganz gern haben. Muss ich mal schauen, wie sich das auf meinem Kanal entwickelt. Ich persönlich bin einer... Es kommt auf die Person an. Also... Keine Ahnung, wenn ich jetzt einen, ja, wenn ich jetzt einen YouTuber schaue, den ich ganz gerne schaue und der hat dann einen Gast und den Gast, ja, ist entweder gar nicht sympathisch oder ich mag den absolut nicht, dann soll er es sein lassen, ne? Dann mag ich das überhaupt nicht. Aber zum Beispiel jetzt, bestes Beispiel, ja, natürlich. So, die Blume müsste eigentlich weg. Ja, ich will die ja. Die soll weg. Ach, muss ich drüber laufen. Oder ausgraben. Bestes Beispiel wäre, ja, Domtendo und Caleb. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Wobei, ist sogar sehr stark. Nur, ja, auch da gibt es halt wieder das Problem. Ah, früher war alles besser. Keine Ahnung, heutzutage, vielleicht war das Thema auch nicht so geil, aber dennoch, das sind so eher positivere Dual-Commentaries. Negative gibt's auch genug. Da mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, keine Ahnung, wenn... Erstens, wenn einer da ist, den ich absolut nicht mag... Oder halt, wenn er halt unsympathisch ist, habe ich da jetzt einen Fall eigentlich nicht, weil ich sowas eigentlich auch gar nicht andrücke. Ich vermeide es halt sofort, wenn ich da lese, oh, der ist dabei, ah, nee, dann, nee. Ah, zum Beispiel, genau. Ich weiß nicht, wer Robert Hoffmann kennt. Das ist ein Filmkritiker. Und der hatte letztens mal so eine, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was... das für eine war. Jedenfalls irgend so eine, auch YouTuberin, was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls eine andere Frau dort und er hat besser, er macht die Videos alleine. Dual Commentaries, nein, danke. Jedenfalls nicht mit der Person nochmal. Es hat, keine Ahnung, nur genervt und ach, ich hab das Video auch, keine Ahnung, ich hab das wie lang geschaut? 4 Minuten und dann war es mir zu viel. Es ging irgendwie 19 Minuten. Jedenfalls, Robert Hoffmann ist ein Kanal, den mag ich eigentlich sehr gerne, weil er halt, wenn er Filme kritisiert oder bewertet, eigentlich, ja, er bringt es halt super rüber, er weiß halt, wie er die Allgemeinheit ansprechen kann, ne, also, er hat da schon ein bisschen ein Feeling, weil meistens, also das trifft jedenfalls auf mich zu, wenn er einen Film bewertet, dann, ja, dann trifft die Bewertung meistens auch zu dem, oder es passt zu dem, was ich mir daraus gegrübelt habe. Entweder habe ich mir den Film angeschaut und will dann seine Kritik hören und die ist dann ähnlich wie bei mir oder meist sogar ganz genau so wie bei mir. Außer mit den Schauspielern, weil, ja, Schauspieler kenne ich mich jetzt. Ja, ich kenne nicht so viele Schauspieler. Aber was Bild und Ton und alles angeht, ne. Meistens gleicher Meinung.
Und manchmal mache ich das auch so. Ich überlege, wenn mir langweilig ist, könntest du ja ins Kino gehen. Schaue ich mal, was im Kino läuft. Und dann schaue ich mir halt ein bisschen seine Kritiken an. Und wenn der dann sagt, dieser Film ist gut, sehenswert, ja, dann schaue ich mir den an. Und meistens bin ich dann auch nicht enttäuscht. Würdest du jemals Selbstgespräche führen? Ich jedenfalls käme nie auf so eine Idee. Ups. Reingelegt. Ja, zu dem Thema als Let's Player. Ich weiß nicht, ich rede jetzt schon in 1000 Videos. Fast 1000. Ich glaube, wir sind jetzt bei 820 oder so. Ja, ich rede mit meinem Mikrofon, mit dem PC, mit der Luft, mit der Umgebung, mit den Leuten aus der Zukunft. Keine Ahnung. Ich bin das gewohnt, mit mir selbst zu sprechen. Am Anfang ist es aber wirklich doof. Also am Anfang sitzt du wirklich da und du denkst dir so, was machst du hier? Du schaust dauernd auf deinen Laptop und redest irgendwelche Sachen. Das ist am Anfang ein bisschen unwohl. Also das ist richtig merkwürdig. Ich fand das aber ganz schnell rein. So, was? Habe ich diese Woche geduscht? Nee, du stinkst wie Sau. Noch nie im Leben hast du geduscht. Hey, es gibt Dinge, die willst du gar nicht wissen. Oh mein Gott. Na, es ist ja auch ein Hund. Oh. Und ich habe gerade hier eine Motte auf dem Boden sitzen. Die lebt. Hallo, Motte. Hallo. Ja, ist wohl taubstumm. Nee, aber die lebt noch und fliegt hier rum. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wo die jetzt herkommt. Ja, die kann doch unmöglich jetzt aus dem Fenster geflogen sein. Also wir haben gerade Tag, ne? Also wenn ihr auf die Uhr schaut. Wir haben gerade mal, ja nicht 4 Uhr, aber wir sind bei 5 Uhr. Also meine Wii U geht naja eine Stunde zurück, ne? Winterzeit und so. So, Ende der Predigt. Ich glaube, wir sind durch mit heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Thema war interessant. Ich versuche halt jetzt in den letzten Parts immer noch etwas Interessantes aufzugreifen, weil ihr seht, es passiert nicht mehr ganz viel. Wir sind fast am Ende. Ich glaube, in der letzten Folge versuchen wir noch etwas Spezielles. Und, ja. Dann ist hier schon wieder Ende im Gelände. Bis demnächst und tschüss.